Guten Morgen. Weißt du eigentlich, welche Ziele für deinen Lebensweg wichtig sind? Wir alle haben ja Ziele im Leben. Große, kleine, wichtige, unwichtige. Und viele von uns setzen ja alles daran, diese Ziele unbedingt erreichen zu wollen. Ist es dann geschafft, sind wir glücklich, stolz und zufrieden. Zumindest für eine gewisse Zeit. Doch was, wenn uns das Leben, das Schicksal, Karma oder das Universum einen Strich durch die Rechnung macht? Wenn der große Traum von Profifußballer an einem Beinbruch scheitert oder die Ausbildung an zu schlechten Noten. Nicht selten bricht dann unser gesamtes Kartenhaus zusammen und wir werden depressiv, krank und gehören zu den unglücklichsten Menschen der Welt. Viele schaffen es aus dieser Situation nicht mehr raus und ich weiß, wovon ich spreche, das kann man mir glauben. Als Langstreckenwanderer habe ich mir auch immer wieder Ziele vorgenommen und ich schaue regelmäßig auf mein GPS, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und nicht selten stelle ich fest, dass der angezeigte Weg für mich und meine Bedürfnisse nicht passt. Und dann muss ich mich entscheiden. Entweder ich suche eine neue Route oder ich suche mir ein neues Ziel. Mitunter stelle ich natürlich auch fest, dass ich mich total verlaufen habe, weil ich in Gedanken war und gar nicht auf mein GPS guckte. Und so wird jeder Tag dann auch zu einer neuen Herausforderung. Allerdings habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass wann immer ich ein Ziel nicht erreichen konnte, die nächste Möglichkeit, das neue Ziel, plötzlich viel besser war. Und deshalb hänge ich nicht mehr an meinen Zielen. Vielmehr lausche ich meiner Intuition und versuche, die Schilder auf der Wanderung durch mein Leben auch richtig zu deuten und mich dann und wann anders zu entscheiden und dadurch dann auch richtig zu entscheiden. Hin und wieder schadet es also nicht, sich hinzusetzen und den aktuellen Lebenspfad zu überprüfen. Also frag dich regelmäßig, welche Ziele dir wirklich noch wichtig sind oder ob es nicht neue Ziele gibt, die deiner jetzigen Situation viel besser entsprechen würden. Sei realistisch, denn unerreichbare Ziele zu haben, werden dich krank und unglücklich machen. Und Ziele zu haben, die zwischenzeitlich nicht mehr zu dir passen, die machen dich auch krank und unglücklich. Hier soll es zu einem Badesee gehen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das kein bewirtschafteter See wäre und ich da mein Zelt aufschlagen könnte. Dem war nicht so. Es gab ein großes Café, viele, viele Leute. Das Wasser wäre toll gewesen, aber naja, wir suchen uns jetzt einen anderen Platz. Also, wenn man mich von dem Fischereivereinshaus nicht vertreibt, dann könnte ich hier bleiben. Und das ist ein schöner Platz, wo ich nicht mal mein Zelt aufstellen kann, mich hier unter das Dach legen. Proudly presenting La Douche.